Hallo, guten Tag und Dobberdan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt alle einen wunderbaren Tag da draußen. Heute, falls ihr es am Dienstag guckt, während des All Maps Festivals, dann gibt es heute die zweite Folge und die zweite Runde, die zweite Begegnung heute auf der Map Saarbrück. Ich hoffe, man spricht es so richtig aus, ich weiß es nicht. Diese Namen dieser Maps, die sind aber auch alle nicht so einfach. Aber ich denke schon, Saarbrück. Saarbrück, Saarbrück. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall geht es heute auf die Holzfabrik. Das ist es doch eigentlich, oder? Und im Englischen heißt die Map, glaube ich, auch Sawmill, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ey, eigentlich weiß ich gar nichts und würde mich freuen, wenn ihr da mehr wisst und mir gerne in die Kommentare schreibt, wie es richtig ist oder ob es richtig war. Und ansonsten würde ich mich freuen über euer Feedback nach dem Video. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, wie euch die heutige Begegnung gefallen hat. Es wird wild, sage ich euch. Viel Spaß beim Gameplay. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video dann auch wiedersehen. Bis dahin aber alles Gute, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go! Also, es ist das verbarrikadierte Haus. Und das ist, oh mein Gott, es ist hier vorne in dem, Mann, in diesem kleinen Häuschen hier, oh Mann. Was habe ich mit Panzerplatte? Leider keine Dings, keine Kontaktbombe, nix. Was mich hier vielleicht ein bisschen unterstützen könnte beim Plündern vom Tresor. Alarm, ja, wir sind hier. Jeder kann es wissen. Wir sind unterwegs auf Saarbrück. Ja, wir wollen den Tresor. Oh, was liegt denn hier? Jede Menge Chemikalien. Nice. Kommt man da auch noch anders rein? Keine Ahnung. Oh nein. So, Tresor wird geknackt. Mann, Mann, Mann. Hier kann man ja von allen Seiten reingucken. Wir sollten einfach mit dem Tresor gleich wieder abhauen. Aber, wenn ich Glück habe, komme ich direkt mit dem Tresor so wieder raus. Oh, hier ist noch eine Kiste. Komm schon, die looten wir von hier. Zack. Oh, da kommt jemand. Hab dich. Oh, hier ist noch jemand. Puh, hier ist noch jemand. Aufpassen. Da. Hab ihn. Hab ihn. Puh. So, gib mir erstmal den Tresorinhalt. Nice. Schick. So. Das können wir alles gut behalten. Wir looten aber noch die Deathbox. Oh, hier ist noch eine. Alter, ist hier viel Loot. Ja, alles.
das alles hatte. Das löschen wir noch raus. Das nehmen wir noch mit. Das noch weg. Ich sitze hier viel zu lange. Den Rest lassen wir da. Oh mein Gott. Puh. Ich check noch mal ganz kurz. Ich loote die Box noch mal schnell. Ich will das und das noch mitnehmen. So. Er hat auch noch das Foto, aber für einen Schatz haben wir nun wirklich gar keinen Platz mehr im Rucksack. Ey, wir haben so viel Loot drin, ne? Dass wir jetzt nur noch rausgehen. Beziehungsweise hoffentlich rauskommen lebend. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Der Ausgang ist hier. Ich glaube nicht, dass hier noch jemand ist. Aber man weiß nie. Wir können uns ein bisschen auf die Raben verlassen, die hier starten würden, wenn hier jemand ist. Aber wenn da natürlich hier weit vorne jemand noch sitzt und campt, was ich nicht glaube, da hätte der an mir vorbeigemusst quasi. Oder hier hinten rum und durch den ganzen dicken Wald einmal rumlaufen müssen. Das glaube ich nicht. Ich denke, wir kommen safe raus. Oh Mann, ich will auch noch die Nahrung mitnehmen. Was schmeißen wir raus dafür? Den Verband. Ja. Okay. Wow, wir haben super viel Loot. Wir haben den Tresor von Saarbrücke leert und haben erfolgreich das Loot verteidigt. Während hier noch irgendjemand die Lage scannt, mache ich mich auf den Weg nach Hause mit meinem Loot. Und hier, was haben wir hier noch? Wow, die passen sogar noch mit rein. Ciao. Sehr gut, sehr gut.